das Auge etwas sexy. Jo Freunde, was geht ab? Wir schauen uns heute zusammen ein Video an von der deutschen Meisterschaft, die vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Wir waren mal wieder zu Gast in Stuttgart und ja, da ging es um die deutsche Meisterschaft. Genau, und damit geht es auch schon los. Wundert euch nicht, wenn ich manchmal darüber schaue, da läuft der Bildschirm, damit ich weiß, was ich erzählen muss. Genau, es geht los. Erster Kampf gegen Michael Loeb. Ich habe euch immer so ein paar kleine Ausschnitte zusammengesetzt, damit es nicht zu lange dauert, das Video. Hier seht ihr jetzt gleich, wie ich nach 2,5 Minuten Vasari geworfen habe mit so einem Fußhackeltechnik. Sonst ist nicht allzu viel passiert in dem Kampf. Hier hat mich der Michael noch irgendwie am Boden gerollt. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Und das sind auch schon die letzten 7 Sekunden, wo ich einfach versuche, noch Zeit runterzubringen, um den Kampf dann, den ersten Kampf, nach Hause zu bringen. Ich habe euch immer so mein Pre-Fight-Ritual irgendwie gezeigt. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich stelle mich hin, überlege mir irgendwie ein paar Sachen, atme nochmal tief durch und gehe dann auf die Matte. Und ja, das mache ich eigentlich jeden Kampf, so ist mein Ritual. Im zweiten Kampf hatte ich dann den Yves-Michel Tuna. Boah, ging direkt mega hektisch zur Sache. Er ist voll der, wie soll ich sagen, aggressive und schnelle Kämpfer so. Und dann habe ich hier ein paar Uchigari gemacht, aber erstmal ohne Wertung. Bin dann am Boden nachgegangen. Für die, die es nicht wissen, im Judo kann man im Stand und im Boden gewinnen. Im Boden muss man den anderen entweder festhalten, würgen oder hebeln. Und ich versuche hier festzuhalten, aber es klappt nicht, weil der Yves Michel mega beweglich war. Also er hat überall seine Beine noch hinbekommen. Und dann sagt der Kampfrichter bzw. die Kampfrichterin Mathe und es geht wieder im Stand weiter. Hier kommt jetzt ein großer Osoto. Und das wurde, dafür habe ich einen Vasari bekommen. Vasari ist eine halbe Wertung und Ippon wäre die ganze Wertung. Es reicht aber, wie man da gesehen hat, ein Vasari, um zu gewinnen. Dritter Kampf ist schon Viertelfinale gegen den Leon Schreder. Da war ich dann schon ein bisschen aufgeregter so. Klar, mit jedem Kampf wird das Niveau irgendwie höher. Und Viertelfinale geht schon um was. Genau hier sieht man gleich mal eine Bodensequenz, die dann aber abgebrochen wird vom Kampfrichter. Also wenn es ihm zu lange dauert, dann kann der Kampfrichter einfach Mathe sagen, es geht wieder am Stand weiter. Und dann nach 1,50 kommt ein schlechter Ansatz vom Leon und ich gehe im Boden nach, mache eine Technik, die heißt Sankaku, die werdet ihr gleich sehen. Und Spoiler-Alarm, es klappt. So, ich kriege ihn gleich. Hier schön einfach versucht, dass er nicht wegkommt. Er wehrt sich natürlich, aber weil ich ja in letzter Zeit gut gepumpt habe, gut Beine auch gemacht habe, die Twix-Beine wegtrainiert und jetzt richtige Mars-Beine am Start, konnte ich da oben ordentlich was zumachen und er konnte nicht mehr raus. Gibt dann auch vorzeitig auf, damit es nicht so weh tut. Ja, und so bin ich auch schon ins Halbfinale gekommen. Hier noch ein paar nette Worte, weil ich habe ihn aus Versehen ein bisschen geschlagen und dann hat er, habt ihr gesehen, dieses Tape, weil er geblutet hat. Halbfinale gegen Tim Gramko. Das ist auf jeden Fall der Mann, den es an dem Tag zu schlagen gab. Hier könnt ihr jetzt die verschiedenen Pre-Fight-Rituale sehen. Ja, Tim ist zurzeit der erfolgreichste Deutsche oder in der Weltrangliste der bestplatzierteste Deutsche. Genau, der Kampf geht los, verbeugen und dann könnt ihr gleich sehen, es ist rechte Auslage, also wir beide sind Rechtskämpfer, beide kämpfen in der rechten Auslage, also sehr Griffkampf geprägter Kampf auf jeden Fall. Ich habe dann hier direkt mal einen Zeitraffer gemacht, weil es ging einfach nur hin und her, wir haben die ganze Zeit angegriffen, verteidigt, viel Griffkampf gemacht. Und es passiert erstmal nicht viel. Der Kampf dauert insgesamt 4 Minuten normale Kampfzeit plus 7 Minuten Golden Score. Es ist mega lang, also 11 Minuten Kampfzeit.
Ihr seht immer wieder Angriffe von ihm und von mir, aber alle ohne Wertung. Ganz wichtig in so einem Kampf ist, wo Leute auf hohem und sehr ähnlichem Niveau sind, ist, dass man aufpasst, nicht irgendwie frühzeitig Strafen zu bekommen. Weil man konnte gut davon ausgehen, dass der Kampf lange dauert. Und dann muss man echt gut seine Shidos, also Strafen, irgendwie im Blick haben. Das ist mir jetzt hier, wie man sieht, bis zur Sekunde, also 3 Minuten 40, ist mir gut gelungen und dann habe ich das erste Shido bekommen. Was noch nicht schlimm ist, aber jetzt hat Tim schon so den ersten kleinen Vorsprung. Ja, aber es geht erstmal weiter. Jetzt ist die Anzeige oben Gold geworden. Das heißt, ja, Golden Score. Jeder Punkt entscheidet jetzt den Kampf. Und ja, wir beide wieder fett am Angreifen, viel kämpfen und so. Hier eine riesige Situation eigentlich, wo ich den Tim fast bekommen hätte. Aber ich bekomme einfach Shido dafür, für unten durchtauchen. Das ist das Zeichen vom Kampfrichter. Verstehe ich nicht ganz. Aber gut, ist so. Dann geht es wieder weiter. Nochmal ein kleines Fast Forward. Ja, sehr intensiver Kampf und jetzt liege ich mit 2 Shidos hinten. Wenn ich noch ein Shido bekomme, bin ich disqualifiziert und der Kampf ist vorbei. Deswegen ist jetzt für mich echt Überlebensmodus. Irgendwie ansetzen, keine Passivität zeigen, nicht aus der Matte rauslaufen, keinen scheiß Ansatz oder so machen. Also es ist jetzt gerade echt eine Drucksituation für mich. Aus der Situation raus hat aber Tim jetzt auch das erste Shido bekommen. Also ich hole langsam wieder auf. Geht immer noch weiter. Richtige Rocky Balboa-Vibes hier bei diesem Zusammenschnitt. Und Tim kriegt das zweite Shido. So. Jetzt ist der Kampf wieder ausgeglichen. Und genau jetzt, wo wir wieder gleich auf sind, kommt mein Osoto. Schlecht angesetzt und von Tim durchgedreht worden. So, die Kampfrichter geben noch keine Wertung, schauen sie sich nochmal an. Tim regt sich auch zu Recht auf. Also ich wusste auch gleich, das ist Wertung. Und jetzt bekommt er sein Vasari und das ist die entscheidende Technik. So, damit gewinnt er, ne? Ja, war voll der anstrengende Kampf. Wir beide kennen uns gut. Noch dickste Umarmung. Ein paar nette Worte, aber eigentlich konnten wir beide nicht mehr. Und ja, das war Halbfinale. Also für Tim geht es im Finale weiter. Und gegen Timo. Und für mich ging es dann im Kampf um Platz 3 gegen Andy Höhl. Ja, geht hier direkt los. Fußfähiger von außen, ohne Wertung. Und dann, wir waren beide schon ziemlich K.O. Er hatte auch eine harte Trostrunde und einen harten Tag hinter sich. Ich nach dem Kampf gegen Tim auch schon ein bisschen K.O. Und dann wollte ich das Ding einfach noch nach Hause bringen. Deswegen viel über den Griffkampf gekommen und einfach versucht, mehr Aktivität zu zeigen. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu werfen, aber jetzt hat er schon die erste Strafe bekommen. Und ich habe gemerkt, er hat nicht mehr so viel Kraft wie normalerweise. Also ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gekämpft. Und jetzt hat er auch das zweite Shido schon bekommen. Es sind noch 1,5 auf der Uhr. Ich bin weiter der Aktivere und ja. Gibt relativ wenig zu sagen über den Kampf. Das sind jetzt irgendwie noch 1:10 auf der Uhr. Und wie ihr seht, ja, kann er irgendwie nicht mehr allzu viel bringen. So, er kriegt jetzt hier auch das letzte Shido und damit die Disqualifikation. Die Kampfrichterin war nicht ganz happy, dass wir schon uns verbeugt haben. Deswegen haben wir das nochmal nachholen müssen. Also noch kurz am Abend nach einem harten Tag. Aber ist der Tag beendet. Ja, deutsche Meisterschaft ist immer irgendwie für uns, die in der Nationalmannschaft sind, ein bisschen Brainfuck. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, vielleicht gehen andere lockerer damit um. Aber es ist ein Turnier im Endeffekt mit wenig Bedeutung. So, ich werde dadurch jetzt keine internationalen Einsätze bekommen. Es ist eigentlich ein Pflichttermin. So. Wir müssen irgendwie die Medaille nach Hause bekommen. Und ob ich jetzt seit dem Finale, also klar, ich hätte gern gegen Tim gewonnen, aber
Ich bin damit happy, Dritter zu sein. Und ja, es ist für mich eigentlich auch mehr so ein Test gewesen, wie ich jetzt in Form bin nach Mittersill. Nächste Woche geht es sowieso schon weiter. Wir fliegen am Freitag nach Sofia zum ersten Weltcup dieses Jahr oder European Open. Und da geht's dann, da wird es wirklich interessant. Und ja, ich habe gemerkt, ich bin super in Form, gegen Tim 11 Minuten gekämpft, habe mich gut gefühlt, war nicht irgendwie, also ich konnte bis zum Ende richtig easy mithalten, so das Kondi war gar kein Problem, Kraft war kein Problem. Deswegen gehe ich eigentlich sehr zuversichtlich nach Sofia. Ich habe Bock, ich freue mich auf die internationale Saison und ja, schauen einfach, was passiert. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, für mich ist wichtig jetzt direkt zu Beginn des Jahres internationale Erfolge heimzubringen auf den niedrigeren Turnieren, damit ich dann vom Bundestrainer für Grand Prix oder Grand Slams eingesetzt werden kann, weil nur die bringen mir am Ende des Tages Punkte für Olympia. Genau, das war's erstmal. Zweites Video geschafft. Ich freue mich. Ja, noch kleine Entschuldigung, ich habe ja angekündigt 2 Videos, aber ich habe noch keinen Laptop, mit dem ich Videos schneiden muss. Deswegen bin ich die ganze Zeit bei irgendwelchen Freunden, die vernünftige Laptops haben. Wird aber besser und naja. Danke fürs Zuschauen, drückt auf Like, abonniert mich und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut.